Hallo und willkommen zum dritten Teil des Technoscope Summer Camps mit dem Ehrengast LG KG 800, dem Schokoladenmobiltelefon. Hier jetzt im dritten Teil würde ich gerne mal mir ein bisschen anschauen, was es denn so am Gehäuse für Besonderheiten gibt, wie so die diversen Dinge in das Mobiltelefon reinzustecken sind, welche Problemchen es da gibt. Schauen wir uns doch erstmal kurz die Details an. Also im oberen Bereich gibt es halt das Display. Ich finde es eigentlich sehr schön hell gelungen. Und umliegend hier um diese zentrale Taste gibt es Sensortasten, die hintergrundbeleuchtet sind in diesem Rotton. Und man kann hier eigentlich sehr schön navigieren. In der Mitte eine zentrale OK-Taste zum Abnehmen und um einen Schritt zurückzugehen. Im unteren Bereich gibt es eine konventionell aufgebaute, große und auch leicht erhabene Tastatur. Damit lässt sich also ziemlich gut navigieren. Der Öffnenmechanismus ist eigentlich sehr leicht mit einer Hand zu bedienen. Das geht also ziemlich leicht und flockig. Wenn wir uns dann mal anschauen, was es denn so an der Seite gibt, ich hoffe, man erkennt das hier in diesen schummrigen Beleuchtungszuständen. Hier gibt es einmal eine MP3 und Kamerataste, mit der halt die Kamerafunktion aktiviert wird oder also beziehungsweise ein Foto geschossen wird oder der MP3-Player gestartet wird. Es gibt hier auch noch eine Taste zum Abnehmen. Wenn ich also im geschlossenen Zustand angerufen werde, kann ich diese Taste drücken. Wir haben hier dann den einzigen Port an diesem Mobiltelefon, eine kleine Sollbruchstelle, wie ich finde, ein kleines Kläppchen. Ja, das ist so der einzige Kritikpunkt, das sind so Dinge, die gerne schnell und leicht kaputt gehen. Ja, oben gibt es keine herausragenden Antennen oder sonstigen Schlitze. Auf dieser Seite gibt es dann die Lautstärke-Tasten, zwei Stück, die dann auch den Zoom bedienen, wenn man im Kameramodus ist. Auf der Rückseite gibt es noch einen Antennenanschluss, wahrscheinlich dann für eine Autoanlage. Hier gibt es eine Batterie, die sehr schön klein, flach und leicht ist. Im unteren Bereich wird nichts verunstaltet durch irgendwelche Anschlüsse etc. Ja, schauen wir uns doch mal, wie das Ganze vonstatten geht. Ich habe hier das Ladegerät. Das Ladegerät teilt sich zusammen halt mit dem USB-Kabel und dem Headset diesen Port hier. Und ich hoffe jetzt nicht schon, bei Demonstrationen geht das Ganze kaputt, weil wenn man das hier sieht, das sind richtig definierte Sollbruchstellen. Da kann schon mal das ein oder andere kaputt gehen, wenn ich das hier unbedacht reinschiebe. Da hätte ich mir in der Tat vielleicht lieber eine Klappe oder etwas Ähnliches gewünscht, die Scharniere aus Metall hat. Ja, aber ich glaube, das bleibt ein Wunschdenken. Das USB-Kabel geht halt in den gleichen Port. Man sieht schon, wenn ich jetzt hier so unbedarft drücken würde, dann würde ich die Klappe hier wirklich abquetschen. Ich muss sie also leicht nach hinten biegen, um dann wirklich den Stecker feste dort anzuschließen. Jetzt kann ich es halt über USB synchronisieren. Natürlich, das Gerät hat auch Bluetooth, das heißt, ich kann mich auch darüber synchronisieren. Ja, als letztes hätten wir hier das Headset mit der Fernbedienung. Ich hoffe, ich zerstöre bei dieser Demonstration hier nicht. Oh, ich sehe schon, ich bin falsch rum. Das kommt hier wohl so rein. So, das Headset wird sofort erkannt. Hier gibt es jetzt einen kleinen Kopfhörer. Das ist das Indiz, dass ich jetzt auch noch den Kopfhörer dazu nehmen muss. Den stecke ich hier rein. Wie bereits im ersten Teil erwähnt, handelt es sich um einen 3,5 mm Klinkenstecker, was sehr schön ist, dass ich eigentlich jeden Kopfhörer anschließen will. Wie es vielleicht schon einige gelesen haben, das KG 800 hat nur 128 MB Speicher, das heißt so ein richtiges Music Phone
à la den Walkman-Phones, die insbesondere halt erweiterbaren Speicher haben, ist es nicht. Aber ich sag mal, wenn man edel Musik hören will und man vielleicht vorgeben will, man hätte schon das iPhone in Schwarz von Apple, dann kann man das sicherlich hiermit machen. So, ich werde jetzt mal eben hier meine PIN eingeben, ohne dass ihr das seht. So, jetzt werde ich hier anvibriert. Überhaupt im Auslieferungszustand ist es also ziemlich kommunikativ und vibriert, gibt ein Soundfeedback, dass es schon fast an eine Jukebox rankommt. Ja, hätte ich jetzt hier Musik drauf, könnte ich natürlich munter mich durch die Songs klicken. Und ich würde sagen, das soll es erstmal sein für diesen dritten Teil. Im vierten Teil würde ich mir dann ganz gerne mal das Menü anschauen. Das finde ich nämlich auch sehr gelungen. Das hat mich etwas an das sehr schöne Menü eigentlich hier vom Sendo X erinnert. Das hat nämlich ja eine Besonderheit, die wir hier auch vorfinden werden. Und das finde ich eigentlich sehr gelungen für so ein gut gestaltetes Mobiltelefon. Ich bedanke mich. Ja, wünsche noch eine schöne Zeit und freue mich, euch dann auch beim vierten Teil begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.